Tja, und Gudrun Engel in Washington, die große Frage ist ja, Gudrun, als Ex-Präsident bekommt Trump besonderen Schutz, wurde bei dem Auftritt von Scharfschützen gesichert. Wie konnte der Attentäter dann unentdeckt auf dieses Dach kommen? Ja, das ist die große Frage, die hier tatsächlich alle stellen, auch mit sehr kritischem Unterton. Denn Donald Trump hat eben diesen Schutz durch den Secret Service und der Secret Service ist dem US-Präsidenten unterstellt. Also Joe Biden, der ist jetzt also in Erklärungsnot. Er hat eben eine formale Untersuchung angekündigt und will sie auch heute Abend um 8 nochmal an die Nation wenden. Es gibt aber auch noch diese Info, der Mann, der Schütze ist offenbar aufgefallen, nämlich einem lokalen Polizisten, der ihn dann verfolgt hat und auch auf dieses Dach geklettert ist. Dort hat er ihn offensichtlich gestört, sodass der Schütze dann sofort das Feuer eröffnet hat. Und das ist dann wohl der Grund dafür, dass Donald Trump nicht direkt getroffen wurde, sondern andere im Publikum. Genaueres wird aber erst eine Befragung dieses Polizisten ergeben. Okay. Danke für den Moment, Gudrun. Wir kommen gleich noch einmal zu dir.